Ja, hallo und willkommen zurück zu Moro Schatten. In der letzten Folge haben wir eine Redback wieder den Hintern gerettet. Und es wird wieder Zeit für ein bisschen mehr Story. Das ist nicht dein Ernst. Denk schon wieder. Aus welchem Winkel? Mir geht's gut. Hat gar nicht wehgetan. Ja, ich weiß, was du denkst, Waldläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Lol. Es klappt. Ja. Eine Übungsanlage. Oh, nö. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Nope, nope, nope. Keine Festung. Ich mache keine Festung. Ich darf nicht zu sehr nah ans Mikrofon kommen. Ich brauche mal so eine Handlänge Abstand vom Mikrofon. Weil sonst übersteuere ich. Ja, ich möchte das nicht machen. Wir machen es ein andermal, wenn wir ein bisschen besser geskillt sind. Aber momentan sind wir echt schlecht geskillt, ja. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Dankeschön für diese Information. Wir machen stattdessen vielleicht etwas anderes für heute. Ich hatte es ja schon das letzte Mal gesagt, dass ich ein bisschen off-stream noch ein bisschen in Hand habe, was jetzt Hauptmänner betrifft und so. Häuptlinge werden wir uns natürlich gemeinsam schnappen. Was gibt's denn sonst noch so für Story? Du kannst mir doch nicht sagen, dass es nur noch die Häuptlinge gibt für Story. Da muss es doch noch mehr geben. Das ist das. Hier ist eine Machtprobe. Und hier ist eine Konfrontation. Machtprobe oder Konfrontation? Ich mache jetzt mal eine Schnellreise dorthin. So, okay. Ja, nein, ich will nicht zur Festung. Ach, wir sind an einer Festung. Oh nein. Okay. Das kriegen wir hin. Hat sich irgendwo gefeinsamt in ganzen anderen Mann. Geht's dir gut? Der schlimmste Anführer. Erstmal einen Seidenstich. Danach geht's wieder besser. Wenn ihr das zu hören bekommt, schlug der Jäger bei uns vorbei. Das hat niemand gesehen. Na, 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 na. Leg ihn auf den Hallo? Du bereitest mir viel Kopfzerbrechen. Schluss damit! Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Hallo! Ey! Da müssen wir uns halt... Nee, warte, ist es nicht der, den wir eigentlich gut haben? Komm, das muss doch angsteinflößend sein. Ich hab den gerade die Haube runtergehackt. Na, stirb! Perfekt. Perfekt. Auf das du zurückkommst. Okay, jetzt können wir einfach nur die Kleinen hier umhüten. Aber dafür steigt unsere Macht auf 8. Super. Leg dich mal hin, Kumpel. Möchtest du auch? Ah, hallo, ich hab doch gedrückt. Lass uns unsere Schwerter. Nein, 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 nein.
Ich muss lernen, vielleicht ohne Controller zu spielen. Das Problem ist, ich spiele halt eigentlich ziemlich gerne solche Art von Spielen mit Controller, weil es von der Handhabung ein bisschen einfacher ist. Aber von der Steuerung her suckt's balls, ganz ehrlich. Okay, Nachtprobe. Ja, Ronk, dann komm mal. Karagor. Seht zu, Idioten. Du bist sowas von tot. Nichts kann mich besiegen. Das werden wir ja noch sehen. Ach, guck mal, was wir hier haben. Hahaha. So, Steuerung. Ach, als ob das war kein Headbutt. Okay, dann nimmt das da. Da noch eine auf die Mütze. Da noch eine. Jetzt habe ich wieder keine Elbengeschosse mehr. Ah, fuck. Ist hier so schlimm? Ah, er ist schon grün. Er ist schon so gut wie down. Dann helfen wir jetzt nach. Dafür wirst du büßen. Nächstes Mal töte ich dich, Abschaum. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Machtprobe gelöst. Na, er ist geflohen. Okay, das heißt, dass seine Macht nicht weiter ansteigt. Komm, Karagor. Jagen wir ihn. Er haut hier nicht ab. Aber das ist immer noch meiner. Das ist mein Ork. Den erledige ich. Oh toll, jetzt habe ich dem Karagor die Arbeit entnommen. Jetzt haut doch mal ab. Nein. Du, wo ist denn der? Wo ist 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 der? Da ist er. Dort rennt er, wie so ein feiges Schwein. Was für ein feiges Arsch. Wenn es etwas gibt, was ich mag, sind feige Menschen. Komm, hoch, 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 Tanjan. Schnell, 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 schnell. Wir müssen ihn hinterher. Er hat sich beruhigt, er ist nicht mehr grün. Blutrache, okay, kümmern wir uns später. Alter, wie er wegrennt. Wie er wegrennt. Das mit der Blutrache könnten wir eigentlich gleich machen, ne? Na, komm. Jetzt, komm her. Alter, fort. Jetzt. Alter, was ist denn das? Ja. Komm. Jetzt selbst ist aber was. Oh, ich sehe auf der Map, uns folgen welche. Wahrscheinlich. Wenn da etwas war. Ja, ja, ich weiß. Schwächen und so. Wo kommen die denn jetzt her? Alter, was? Jetzt versucht er wieder zu fliehen. Was ist das für eine feige Ratze? Ich hab noch nie... Na doch, schon habe ich. Aber ist sowas Feiges. Und nennt mich Menschenabschaum. Zeig mir doch, was du so drauf hast. Ja, du bist tot. Du weißt es nur noch nicht. Hat er ernsthaft volles Leben wieder? Ist das ein Scherz? Und hat er eine Giftwaffe? Scheiße. Na, 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 na. Komm, steht auf. Geh mal weg. Nein, nein, nein. Okay, das war jetzt reiner Zufall, dass der eine Ork gerade total... Na, na, komm, nimm ihn. Talion. Ja, schlag ihn. Komm, komm, ja, kommt her. Kommt alle bei ein. Kommt alle mal zusammen, ja. Ich weiß, ich bin vergiftet. Ist mir wohl. Und jetzt schlagt alle auf euren Hauptling ein. Ja, macht ihr super. Komm. Komm, los, los, los. Ja, von der Seite. Brav, da kommen noch mehr. Super, das macht ihr wunderbar. Ey, das ist so genial. Wow, what the fuck? What the fuck war das gerade eben? Ey, das war jetzt ziemlich merkwürdig. Aber schön zu wissen, dass du Niederlagen hast. Bringt aber nicht. Nein, du kannst deine Giftpfeile sonst wo stecken. Denn du wirst sterben. Sterben wie die kleine Made, die du bist. Na. Sterb doch einfach! Meine Fresse. Was ist denn los? Der wehrt sich. Oh oh, ich bin halt tot. Scheiße. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein kleines Blümchen, was ich nehmen kann.
Oder ich es nützt sich halt. Also was man halt machen könnte, ist halt mal so einen Ork aufzuzehren, ja. Aber das bringt mir jetzt beherzt wenig, wenn ihr so viele noch rumgammeln. Scheiße. Ja, nein, darauf wird nichts. Er hat schon wieder volles Leben. Ey, ich hab nicht mal die Warnung gesehen. So, jetzt leg dich mal hin. Ach, was? Nein, habe ich gesagt. Ich bin heute ein bisschen fertig. Das liegt daran, dass ich leider sehr viel zu tun habe gerade. Außerdem ist Sonntagabend. Und wir haben heute renoviert. Und dieser Typ will einfach nicht abkratzen. Jetzt aber. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Was? Sie wurden so geschickt. Wer labert denn dort? Wer redet dort denn? Alter, okay. Nett. Motzfell. Tschüssi. Schönes Leben noch und danke, so. Waldläufer. Ne? Okay. So, und dann haben wir das auch erledigt. Was? Das war irgendwie anstrengend gerade eben. Ich weiß nicht warum. So, okay. Eine neue Ausrüstung. Ich könnte jetzt theoretisch zum Tower gehen. Nee, warte, hier war doch irgendwo eine. Da war einer. Wusste ich doch. Einer war in der Nähe. Da hinten rennt ein Karago rum. Bald wird der dunkle Herrscher hier sein. Ja, fuck off. Tötet er nicht jeden Sklaven in diesem Land? Ich esse ungern Ratten. Okay. Das ist nett zu wissen. Das macht eigentlich kaum einer gerne, Ratten essen. Das ist Gollums Sache, nicht unsere. Wobei ich dem Ork ziemlich zutrauen könnte. Okay, dann gehen wir mal hoch, hoch, hoch. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Zack. Oh, das ist noch nicht aktiviert. Dann erneuern wir mal. Dann haben wir das auch frei. Geil. Jede eine Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Jo. Okay. Gorgum, okay. Der kehrt einfach zurück. Okay. Wurde befördert. Zum Hauptmann befördert. Okay. Da sind ja noch eine ganze Menge frei, ne? Die könnte man alle... Achso, das ist den wir gerade eben erledigt haben. Und Motzfell Auspeitscher. Er scheint Sklaventreiber zu sein oder sowas. Sicherlich irgendwie wieder so eine Sklavenregion, Festung oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Und der hier ist den wir uns schnappen müssen, der uns auch die ganze Zeit angezeigt wird als Mission. Das machen wir aber nicht heute. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf Festung. So. Ja. Oh, hier oben unten ist ein roter Pfeil. Ich weiß nur nicht wo. So, okay. Was haben wir denn hier alles? Dort hinten ist noch alles frei, ne? Wir haben hier noch Story. Was man eigentlich auch mal machen könnte. Hier sind die Häuptlinge. Dunkler Herrscher selbst von einem Tatten erfährt. Nee, danke. Sklavenzeichen der Macht. Ah, the fuck. Man könnte theoretisch auch mal so ein bisschen... die ganzen einzelnen Sachen mal durchgehen. Ich glaube, das werde ich alles offscreen machen. Da weiß ich noch nicht. Das Ganze zu zeigen ist ziemlich mühsam. Die ganzen einzelnen Dinger zu zeigen. Also, wenn halt mal plötzlich was da ist, was uns über den Weg läuft, dann gerne, ne? Aber sonst so, keine Ahnung. Dann machen wir das hier unten. So. Was ist es denn? Okay. Okay, Hochzeit. Machen wir. Gerne doch. So. Wandle in Geister. Okay, machen wir. Okay, dann müssen wir den erstmal finden. Ja. Das wird lustig, ihn jetzt zu finden hier. Er ist nicht markiert. Das ist witzig. Er könnte hier überall sein. Das Gebiet ist ja relativ groß. Na, was heißt relativ, ne?
relatives Gleich. Ne? Von daher. Oh, das ist ein Blümchen, das nehme ich mir. Oh, na, okay. Dann halt kein Blümchen. Dann irgendwo hier hinten. So, hinten ist irgendwas Rotes. Ist da irgendwo hier hinten? Hallo? Marion? Schleichtötung? Danke. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Informationen. Wie hieß er? Hochzer, ne? Mortel? Keine Ahnung. Okay, tschüss! Was fürs Auge? Was fürs Köpfchen? Okay, geh weg vom Mikrofon. Nicht. Oh, da haben wir ihn. Horzar. Der Fleischherr. Was? Räche den Tod von The First Guy? Nein. Ist es dein Ernst? Ist es dein fucking Ernst? Oh Gott, der kann auch wirklich gar nichts machen, oder? Ich weiß schon, wie ich die Folge schon mal nennen werde. Die Rache für The First Guardian. Toll. Oh Mann. Ehrlich, Leute, ich wusste es wirklich nicht. Es war jetzt wirklich purer Zufall. Ich wusste es nicht. Okay, er hat... Der hat Schilde. Hallo! Scheißegal, einfach rein ins Gemenge, ne? Und dann einfach von hinten so. Gut schon. Da hat was ge... schön. Schöne Hinrichtung. Na. Speer. Und Schild. Jetzt nimmt das weg. Scheiße, Rex-Schild. Leg dich schlafen. Ey, Kumpel! Was? Einfach hinteleportiert. Bist du ja in ganzer verrottender Pracht. Du fällst förmlich auseinander. Das Gleiche kann ich über dich auch sagen. Au! Kumpel! Ruh dich mal ein bisschen aus. Ich glaube, du hast Kopfschmerzen. Okay, wir wissen Bescheid, das ist ein Blümchen. Zur Not kann ich das nehmen. Was jetzt zum Beispiel nicht schlecht wäre. Aber ich glaube, das dürfte nicht notwendig sein. Oder doch, warte. Nimm das Blümchen, Talion, und weich aus. Und von hinten, super. Schlag ihn! Die Rache! Schade. Hätte ja sein können. Na. Fuck ist es. Da wollte er gerade. Ist das doch nicht eine Festung? Tschüssi! Ja. Hab mich gerecht. Blutwache. Wache. Lache. Rache. Fuck! Deutsch! Scheiße. Okay, das war witzig. Ja, das war die Rache für Guardian. Ich gehe mich jetzt erhängen. Tschüss.